Bonjour, Kumpel. In diesem Video werden wir über das Passé Composé, ja, das französische Passé Composé reden. Okay, dann wie du hier gerade siehst, ist, wie wir das verwendet. Also das Passé Composé wird verwendet, um einmalige abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit zu kennzeichnen. Okay. Es ist eine der meisten benutzten Zeitformen im französischen Sprache. Eine deutsche Parallel dafür wäre das Perfekt. Ja? Zum Beispiel, ich habe gewartet oder ich bin gelaufen. Und so wird das Passé Composé gebildet. Erstmal brauchst du eine Personalpronomen, je, tu, etc., also bis il, elle. Und dann brauchst du eine Hilfsverb, das könnte avoir oder être sein. Und die beide, also wir werden später sehen, wie man das auswählt, müssen immer im Gegenwart, also das Präsent, konjugiert werden. Und das Partizip des Hauptverbs. Und für Verben, die zur französischen Estergruppe gehören, die sich mit er bilden, also enden, haben wir e, Akzent aigu, und ir haben wir ein i. Also wie gesagt, Verben von Estergruppe Französisch, die mit er enden, bilden ihr Partizip mit einem trockenen, also mit einer e-Akzent aigu, und ir bildet ihre mit einem i. Okay? Es gibt auch mehrere andere Verben, aber wir werden erstmal die beiden hier benutzen. Die anderen sind auch unregelmäßig. Und ja, da muss man irgendwie einfach aufwendig lernen. Und hier habe ich zwei kleine Beispiele genommen. Einmal mit être, hier, das ist être, hier haben wir hier être benutzt. Okay. Und da haben wir avoir benutzt. Okay. Also, und wie du hier gerade siehst, mit être passiert etwas. Ja, da einmal weiblich und einmal männlich. Also mit weiblich passiert immer etwas. Also es könnte auch Mehrzahl sein, dann passiert auch was. Und mit avoir, es passiert einfach gar nichts. Okay? Hier diese beiden Beispiele. Hören wir zum Beispiel das Je suis tombé du vélo. Also tombé, fallen. Je suis tombé du vélo. Ich bin vom Fahrrad runtergefallen. Okay? Und Dave männlich sagt, j'ai fini mes devoirs. Okay? Ich bin fertig, also finir ist ja fertig, beenden, zu Ende bringen. Ja, ich habe meine Aufgabe fertig gemacht, sozusagen. Oder ich bin fertig mit meinen Aufgaben, würde man auf Deutsch sagen. Okay? So, interessant jetzt ist zu wissen, wie ich das hier, wie ich être hier ausgewählt habe und wie ich avoir bei diesem zweites Beispiel hier ausgewählt haben. Das ist, was wir in unserem nächsten Video sehen werden, wann ist être benutzt und wann ist avoir benutzt und warum passiert das bei être, wir eine e, noch eine zusätzliche e hier schreiben und später auch ein s und hier, das ist gar nichts passiert bei avoir. Das werden wir in unserem nächsten Video sehen. Also, danke fürs Zuschauen und bis später. Danke.